Herzlich willkommen zu diesem kleinen Einführungsvideo in CoSpaces Edu. Das Video wurde hergestellt mit Adobe Premiere Elements, leider mit der Testversion, weil das relativ teuer ist, daher das Wasserzeichen. Das Ganze wird natürlich bei gegebener Zeit auch mit einer normalen Lizenz nochmal neu hochgeladen. Ich habe jetzt meine Lernumgebung einfach mal geöffnet, die ich für den Lernzyklus konzipiert habe. Rechts im Bild sehen Sie auch sofort den Augmented Reality Einsatz, den man dorthin gehend machen kann. Dies funktioniert nicht nur mit einem Smartphone, sondern auch mit einem Tablet. Ob iOS oder Android ist dabei vollkommen egal. Und ich habe die digitale Lernumgebung, die ich links konzipiert habe, rechts in meinem Klassenraum bzw. in meinem Arbeitszimmer dort implementiert und kann sie mir dort auch anschauen und natürlich auch noch skalieren, was jetzt bei dem Smartphone wenig Sinn gemacht hat. Ich kann alle Funktionen, die ich dort eingestellt habe, reinprogrammiert habe, auch frei nutzen, beispielsweise das Video. Schauen wir einmal nach links. Dort kann man einfach Videos, Bilder, Formen wie die 3D-Struktur von Natriumchlorid in diese digitale Lernumgebung implementieren. Man lädt sie hoch auf den Server und zieht sie per Drag and Drop rein. Das Ganze zeige ich jetzt einmal anhand der Figur in der Bibliothek. Das ist ein ganz normaler Mensch, ein ganz normaler Guy. Casual Guy heißt dieser Mann mit einem schönen roten Pullover. Was kann der jetzt machen? Ich kann mit Rechtsklick, kann ich sagen, er soll beispielsweise tanzen. Ich kann aber auch sagen, nein, ich möchte, dass du nicht tanzt, sondern klatschst. Sobald ich auf Play drücke, rechts oben, fängt dieser Mann an zu klatschen. Ich kann natürlich auch sagen, das reicht mir noch nicht, ich möchte gerne, dass dieser Herr auch etwas sagt. Dann kann ich einfach bei Sprechen reinklicken und reinschreiben, okay, was könnte der Mann jetzt sagen? Sowas wie vielen Dank für den Einblick oder ähnliches. Wäre ja ganz interessant. Kann ich reinsetzen, aktivieren und schon ist die Sprechblase dort. Möchte ich das Ganze jetzt animieren? Ist es sinnvoll, wenn ich das mit Codeblocks mache? Ich kann natürlich das auch mit einer anderen Programmiersprache machen. C, C++, Java, Python wird alles unterstützt. Wichtig ist, dass ich meine Figuren, meine Elemente natürlich sinnvoll benenne. In dem Fall jetzt Mann Rot. Dann entwickle ich einfach einen neuen Coblocks. Und das ist ganz interessant, denn diese Codeblocks orientieren sich an der Programmiersprache Scratch. Wie bereits in der Masterarbeit auch kurz erläutert, bezieht diese sich auf eine Art Puzzlesystem. Ich kann jetzt also unterschiedliche Textbausteine, unterschiedliche Programmierbausteine dort einfach hineinsetzen und sagen, wenn Play geklickt wird, soll diese Animation ablaufen. Jetzt möchte ich allerdings, dass wenn Play gedrückt wird, rechts oben, das Spiel quasi gestartet wird, ich wähle den Mann in Rot aus, wenn er angeklickt wird, soll er anfangen zu klatschen. Jetzt habe ich natürlich im Vorhinein einen Fehler gemacht, denn er klatscht ja schon die ganze Zeit. Ich kann das jetzt kontrollieren und stelle jetzt fest, ah, er klatscht ja schon. Okay. Gehe ich wieder zurück, sehe, das liegt nicht an meiner Animation, sondern weil ich ihn eben angewiesen habe, dass er klatschen soll. Ich kann jetzt direkt sehen, okay, er klatscht nicht mehr, klicke drauf und er fängt an zu klatschen, genauso wie ich das auch einprogrammiert habe. Das Ganze funktioniert natürlich kollaborativ. Das heißt, mehrere Schülerinnen und Schülergruppen können zeitgleich an dieser digitalen Lernumgebung arbeiten. Die Vorteile darüber habe ich bereits schon in einem Kapitel erwähnt. 4K-Modell, 4P-Modell, generell Kompetenzen fördern, ist natürlich eine ziemlich gute Sache. Ich kann jetzt auch sagen, wenn dieser Mann angeklickt werden soll, soll er nicht nur in die Hände klatschen, sondern auch eben das sagen, was ich ihm eben
diese Sprechblase reingesetzt habe. Vielen Dank für diesen Einblick. Das Ganze muss ich jetzt natürlich links rauslöschen, klicke wieder auf Play, gehe rüber zum Mann, kann ihn anklicken und er fängt jetzt an zu klatschen und sagt vielen Dank für diesen Einblick. Auf diese Art und Weise kann man eigentlich alles animieren und erstellen, wie man möchte. Wie diesen Kristallisationsprozess von dem Ruderfeed, von der Ruderfeed-Solarzelle. Ich kann allerdings auch, wie jetzt links, wenn meine Schülerinnen und Schüler gleichzeitig Produzent und Rezipient sind, können die natürlich auch Lernmaterial erstellen in Form von einem Quiz. Dort steht zum Beispiel, welches Koordinationspoleder bilden die Chloridanion um das Natriumkation. Wenn ich jetzt als Schüler diese Lernsequenz nicht richtig bearbeitet habe und nicht richtig verstanden habe, komme ich vielleicht auf die Idee, oh, das ist ja ein Würfel. Und sehe direkt, wenn ich draufklicke, nee, leider nicht. Ist falsch. Jetzt habe ich die Möglichkeit, mir das nochmal anzuschauen. Oder ich klicke einfach nochmal drauf und sehe, ach ja, sind ja 6 Chloridanionen um das Natriumkation. Das wird dann wohl die Koordinationszahl 6 sein, ein Oktaeder. Und wenn ich da jetzt draufklicke, wird es auch grün. Das Ganze kann man jetzt natürlich auch als Codeblock darstellen. Und sehe dort Natriumchlorid, das eingetragene Quiz. Immer diese ganz einfachen Wenn-Dann-Anwendungen in diesem Puzzle-Stil. Quiz soll gezeigt werden, die Frage, Antworten. Diese Frage ist richtig. Was soll passieren, wenn Frage richtig wahr angekreuzt wurde? Also wenn die richtige Antwort angekreuzt wurde, kann man beispielsweise einen Sound abspielen, etc. Der Fantasie sind hier eigentlich keine Grenzen gesetzt. Und jetzt gehe ich beispielsweise zur Tafel. Das gleiche natürlich auch nochmal rechts in Augmented Reality. Ich kann Bilder auf die Tafelebene draufsetzen mit Schrift darüber, wie hier den Bornhaber Kreisprozess für den Natriumchlorid, den Natriumchloridkristall. Oder ich kann mir, wie rechts gerade zu sehen, das Begrüßungsvideo anschauen, indem ich da einfach draufklicke. Das Ganze wird auch im Normalfall mit Ton ausgegeben. Für diese Aufnahme habe ich darauf aber jetzt verzichtet. Das Video kann man sich auch in dieser Playlist auf YouTube anschauen. Und das war's. Mehr ist es eigentlich nicht. So einfach kann man CoSpaces EdU als digitale Lernumgebung natürlich nutzen. In dieser Art und Weise sehr rudimentär. Einfach nur, um zu zeigen, was damit prinzipiell möglich ist, was die Schüler da mit diesem Programm auch durchführen können.